Franziska, wollen wir vielleicht auch nochmal schauen? Hashtag wie du. Ich sehe da unten, du hast das aufgeschrieben, was Wiebke gesagt hat. Finde ich super. Ich bin on fire, ich bin dabei. Ich bin immer schon happy, wenn du es von da hinten lesen kannst. Ist genau richtig groß. Ist genau richtig, genau. Ich glaube, sehr viel mehr kann ich gar nicht so zu dem sagen, was eben so erläutert wurde. Also man merkt, alle sind mit Leidenschaft dabei und es macht so Freude, dazu zu schauen und zuzuhören. Ich muss sagen, für mich war echt nochmal wie so ein... Kennt ihr das, wenn ihr einen Film richtig gerne mögt und dann lest ihr so Insider-Infos, wo ihr euch einfach so drüber freut? Also ich fand es so toll, dass eure Liebsten bei dieser Kampagne mit dabei waren. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich mache das total glücklich. Was ich hier probiert habe, also eben dieser große Hashtag wie du, ich finde die Kampagne ist auch einfach so cool. Einfach so dieses, ich habe versucht einfach so Kleinigkeiten hier mit aufzunehmen, dieses Dabeibleiben, aber auch mal andere Wege gehen. Hier haben wir wieder das Ausrufezeichen, das für die Aufmerksamkeit steht und für diese Awareness. Wie ihr euch beschrieben habt und die Kampagne beschrieben habt, authentisch, echt, facettenreich, Mutausbruch. Aber auch, die Krankheit ist nicht alles, was uns auszeichnet. Und ich glaube, das wird total klar und total toll klar in dieser Kampagne. Auch so Momente wie, es ist fast schon surreal, wie viele uns unterstützen wollten. All diese Kacheln habe ich jetzt hier versucht mal anzureißen, die auf einmal aufploppen. Also wow, wie viele Kacheln sind das denn? Und eben auch dieser Gedanke, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich was zu verändern mit dieser Kampagne. Und dann natürlich dieses, wie könnte ich das denn nicht aufschreiben? Ich bin on fire, ich bin dabei. Und man merkt halt, dass alle, die dabei sind, on fire sind. Und es ist toll zu sehen, wirklich toll zu sehen.